Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. So, wir befinden uns hier schon beim Händler, weil da müssen wir jetzt noch einiges dazu kaufen. Beziehungsweise wir werden es uns mieten. Zum Beispiel diesen Truck hier. Aber diesmal, Moment, wir machen die andere Farbkombination. Schwarz und Grün. Naja, den brauchen wir ja bloß für einen Tag. Okay, LKW haben wir. Dann brauchen wir noch einen Kipper. Und da wird man den gemoddeten nehmen. Den Semi-Tripper 70.000 Fassungsvermögen. So, Moment. So, in dieser Farbkombination. Mit ja, machen wir, kommen wir machen lang LKW, davon einen, eine Dolly haben wir, dann soll es das schon gewesen sein, glaube ich zumindest. Und jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Der kann nämlich nichts hinten anhängen. Tadam. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir alles mit dem anderen Auflieger hier durch die Gegend fahren? Wozu brauche ich das Equipment? Ganz einfach. Ich möchte heute mal ein bisschen in die Forstwirtschaft einsteigen. Und dazu brauche ich... Na, aber der kann anhängen, oder? Ja, jawohl. Dazu brauche ich zum einen... Oh, wir haben noch was vergessen. Ja. Also mit dem fetten Teil hier rückwärts fahren. Ich hoffe mal, der Autofahrer ist geduldig. Nee, eigentlich sieht es noch gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss er einen lenken. Wenn er das tut. Sieht eigentlich ganz gut aus. Naja, okay. Für die Forstwirtschaft brauchen wir eben noch ein bisschen zusätzliches Equipment. Könnt ihr euch ja mit Sicherheit vorstellen. Das hat man nicht einfach so rumstehen. Zumindest ich bis jetzt noch nicht auf dieser Map. So, wir schieben hier mal noch ein bisschen. Und dann hängen wir das alles ab. Ja, ein Equipment-Teil fehlt noch. Das werde ich wohl gleich mit einem Traktor holen müssen. An das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Und das ist wirklich mit das beste Equipment-Teil, was ich per Mod gefunden habe. Ich bin ein riesen Fan von diesem Teil. Weil es das einfach alles so viel einfacher macht. Oh. Da haben wir den Shop ein bisschen mitgenommen. Wird ein ganz schön großer Konvoi. Hätten wir es geschafft. Ey, aber habt ihr das gesehen, wie ich den angehängt habe? Also ich muss echt dazu sagen, saubere Leistung. Das war nicht so einfach. Aber wir haben es locker hingekriegt.
So, wir machen mal hier Blinklicht an. Fahren irgendwie, als wären wir betrunken. Sind wir aber natürlich nicht. Wir sind voll nüchtern. So. Ich hoffe mal wieder, wie immer, hier kommt kein Gegenverkehr. Dass wir hier genügend Platz haben, um durchzufahren. Und ich denke, ich bringe die Sachen auch gleich dahin, wo sie hingehören. Nämlich zuerst mal zu den Schafen. Bei den Schafen müssen wir wahrscheinlich sowieso sauber machen. Ja, und der muss jetzt hier durch vorbeifahren, ja, gell? Eieiei. Ein riesen Konvoi, den wir hier dran haben. Wenn wir von 12 Meter Trailerlänge ausgehen, haben wir hier locker auf 40 Meter. Ja. Oder 15 Meter von dem. Also auf jeden Fall über 30 Meter. Und das ist einfach schon ordentlich. So, rote Ampel voraus. Der ist aber ein bisschen zu weit gefahren. Die Haltelinie ist weiter hinten. So, und wir gucken mal, ob wir... Beziehungsweise wir fahren jetzt hier schon rein. Ich hoffe allerdings, dass ich hier auch wirklich rumkomme. Die Laterne hat ein bisschen gestört, aber das ging. Wir laden das hier ab. Das hier und das hier. Und dann stellen wir mal den Auflieger hier noch ein bisschen auf die Seite. Ich muss sagen, ich bin ja die ganze Zeit immer mit Orange als Hauptfarbe, mit dem Grün als Hauptfarbe gefahren. Muss aber jetzt eigentlich gestehen, dass mir das mit diesem Schwarz-Grün viel besser gefällt. Ach, guck mal, hier ist sogar Platz. Dann können wir das ja gerade mal hier zwischenparken. Sehr gut. Phoenix Tatra. 6x6. Alle 6 Räder antreibend. Sehr cooles Fahrzeug. Mit knapp 500 PS auch leistungsstark. So, dann machen wir hier mal gerade noch sauber. Ja, ihr kennt wahrscheinlich den Bug. Ihr könnt einfach übers Gras auch rückwärts drüber fahren. Und dann sammelt er das alles auf. Weil mit dem kommen wir einfach am schnellsten von A nach B. Ich glaube, die Leistung für das Objekt, was wir uns jetzt holen wollen, noch beim Shop, reicht zwar von diesem Traktor nicht, aber er ist eben schnell. Deshalb werde ich jetzt erstmal den hier einfach nehmen. Und dann können wir immer noch zu Hause dann die Maschinen tauschen. Falls die Leistung nicht reicht. Ich glaube, 300 PS sind notwendig. Für die Maschine, die wir uns jetzt noch mieten. Ich glaube, kaufen macht im Moment keinen Sinn. Einfach vom Geld her. Und vor allem, oh, wir müssen uns noch was anderes kaufen. Das fällt mir gerade ein. Wir müssen uns noch ein platzierbares Objekt kaufen.
Das kostet, glaube ich, 68.000. Wenn ich das recht im Kopf habe. Können wir gleich mal nachschauen, wenn wir im Shop sind. Dann wissen wir nämlich Bescheid, wie viel Kohle wir noch brauchen. So, wir sind jetzt ganz frech. Wir fahren einfach mal hier rein. So, gucken erstmal nach dem platzierbaren Objekt. Das ist nämlich das Heizkraftwerk von Heizomat. Kostet 68.000, habe ich richtig gedacht. So, und dann brauchen wir noch ein Forstgerät, und zwar die Scania Brooks UN. 250 PS braucht die. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel PS hat der. 195, seht ihr? Das reicht nicht. Die kostet 58.000. Deshalb werden wir uns die auch bloß mieten. Und zwar in Warnfarbe. Mehr Geld für Weizen. Ja, toll. Ich glaube nämlich mein Weizen. Wen haben wir noch? Hey. Wer? Wer nimmt mehr Geld für Weizen? Hey, wird das nochmal nicht angezeigt? Ja, aber 1400 ist kein guter Preis für Weizen. Von dem her ignorieren wir das Angebot und kümmern uns weiter um unser Vorhaben hier. So, das ist nämlich eine Fräse bzw. eine Hackschnitzelproduktionsanlage. So möchte ich das jetzt mal nennen. Und zwar eine der effektivsten. Also diese... Oh! Diese Baumfräse ist wirklich präzise, einfach und gut zu handhaben. Die bringen wir jetzt mal kurz nach Hause, dann wechseln wir den Traktor. Da brauchen wir nämlich den Valtra oder Minimum den Case. Sind wir angekommen. Oh, wir haben noch zwei Sachen vergessen zu kaufen. Einmal brauchen wir eine Kettensäge. Da nehmen wir die McCulloch. Oder Husqvarna. Die kenne ich gar nicht. Wir nehmen die... Nein, komm, wir nehmen die Stiel. Okay, vielen Dank. Und dann müssen wir natürlich noch das Heizkraftwerk kaufen. Und da fällt mir gerade ein guter Spot ein. Andere Richtung. Eigentlich hier. So können wir das doch einfach platzieren. Gut, jetzt haben wir ein Heizkraftwerk, das Hackschnitzel verarbeiten kann. Eine Baumfräse. Hier von Scania. Und eine Kettensäge. Und damit fangen wir jetzt auch mal an mit der Kettensäge. Wir müssen einfach nur die Bäume kurz mal abfällen. Und hoffen, dass die in die richtige Richtung fallen. Jawohl. Oh, der liegt auf dem anderen drauf. Weil diesen Platz, den werden wir brauchen. Na, was ist denn jetzt los? Diesen Platz brauchen wir, und mit den Hackschnitzeln können wir am schnellsten
einiges an Kohle verdienen. Nein! Oh! Die versperren uns jetzt leider komplett den Weg. Dann gucken wir mal, ob wir das Zeug hier irgendwie anders kriegen. Wir brauchen nämlich den Anhänger und die Dolly. So, ein Teil hatten wir. Gut, dann können wir uns jetzt mit ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Baum ranmachen. Ich werde hier gerade nochmal umdrehen, dass wir auch schon richtig an dem Baum dran sind. Nein. Oh, das wollte ich nicht. So, mit O machen wir... Moment. Erstmal die Plane weg. So, bitte Baumfräse. Oh, fahren wir das Rohr aus. Mit X klappen wir die Maschine auf. Wo will denn der hinladen? Unbekannt, mit B starten wir eine Maschine. So, der nimmt nämlich den ganzen Baum jetzt auf und häckselt den uns einfach in unseren Anhänger. Wir werden jetzt mal gucken, wie viel wir von einem Baum hier rausgekriegt haben. Beziehungsweise wie viel wir rauskriegen. Das Coole ist, das Rohr arbeitet auch sinnvoll mit. So, ein Baum bringt uns jetzt schon mal 40.000 Hackschnitzel. Das ist eine ganze, ganze Menge. 55.000. Das heißt, wir brauchen zwei Bäume. Ja, jetzt sitzt mir ein Frosch im Hals. Zwei Bäume und unser Anhänger ist voll mit 70.000. Und die Baumfräse hat aber selber auch noch einen internen Speicher von 55.000. Das heißt, wir haben ungefähr 125.000 Hackschnitzel hier jetzt dabei. Ich muss den hier mal gerade weiterstellen. Und diese Hackschnitzel werden wir jetzt einfach direkt an unserem Sägewerk, Heizkraftwerk, verkaufen. Das steht zwar in der Pampa, aber das ist ja eigentlich egal. So nicht. Ich hoffe mal, ich zerstöre dem hier das Fell. Das ist eigentlich, das möchte ich eigentlich nicht. Die Folge wird vermutlich etwas länger wie geplant. Oha. Wir hätten ja auch einen LKW hier, gell? Okay, hier können wir... Da ging's doch, hier können wir auch abladen. Dann gucken wir mal. Wir haben 8000. Gucken wir mal, wie viel uns jetzt die eine Ladung Hackschnitzel bringt. Wir nehmen 125.000 Hackschnitzel an. Wir sind bei 5000, 6000, 7000, 8, 9. 10.000. Zwölftausend. 14.000. 16.000. 17.
18.000, aber wir haben ja auch noch was in unserem Mähwerk drin. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel da noch drin ist. Also 70.000 Hackschnitzel hatten wir und haben knapp 18.000 rausgekriegt. Das ist ein guter Verdienst. Hier waren nochmal 40 drin. Also hatten wir 110.000. Das laden wir auch gleich noch ab. So. 17, knapp 18.000 haben wir gekriegt gehabt. Und hier gibt es nochmal ordentlich was raus. Gut. Nochmal 7.000. Also insgesamt haben wir 25.000 Euro jetzt kurz verdient mit den Hackschnitzeln. Nein. Sorry, Nachbar, tut mir leid. Ich wollte nicht dein Feld zerstören. Das ist ein super Gewinn. Einfach so aus Bäumen, die wir sowieso nicht brauchen. Und damit werden wir auch die Fläche hier frei machen, die wir brauchen. Dazu werden nämlich noch auf jeden Fall 4 Bäume, denke ich, den Platz hier räumen müssen. Und ja, so viel hiervon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.